Willkommen heute zu einem neuen Video und heute, liebe Freunde, gibt es ein richtig, richtig geiles Video. Und zwar sind wir wieder unterwegs in Bikini Bottom und mit dabei ist unser syntastisch guter Freund. Syntastisches Hallihallöchen, Freunde, in Bikini Bottom heute mal wieder, ne? Genau, aber heute, Leute, soll es hier etwas gefährlicher zur Sache gehen, denn Patrick.exe soll hier wohl angeblich unterwegs sein. Was das Ganze aber auf sich hat, das erfahren wir gleich. Und ich würde schon sagen, wenn euch das Ganze gefallen sollte und du Teil werden möchtest von der Crafting Pet Army, gerne abonnieren für mehr solche Videos. Und viel Spaß jetzt. So, ich würde mal sagen, wir gehen mal zur Bootsfahrschule. Weißt du denn, wo sie noch liegt? Da hinten, ne? Keine Ahnung. Ich war nicht so auf dem Bikini Bottom bislang. Ja. Ich weiß nur, dass hier Thaddeus wohnt und da hinten Patrick. Ja, ja, Patrick ist ja auch da, das weiß ich auch. Aber der ist, ich habe nämlich mit ihm gesprochen, der meinte, wir können den in der Bootsfahrschule treffen. Und ja, ich würde sagen, dann machen wir es einfach mal. Mrs. Puff haben wir auch schon etwas länger nicht mehr gesehen. Von daher sollte... Ach Gott, die Jahre nicht. Ja, deshalb sollte es eigentlich passen. Und ich bin mal gespannt, wie es dort so ist. Ich meine, ich habe da auch meinen Führerschein oder Bootsfahrschein gemacht, ne? Wie man es nennen möchte. So, gut, wir sind aber schon angekommen. Und jetzt wird's erstmal kritisch. Ich hoffe, dass ich nicht überfahren werde, wenn SpongeBob dort ist, ne? Du weißt ja, SpongeBob, der. Eieiei, der ist da gut und gerne mal etwas gefährlicher unterwegs. Aber soweit, so gut. Ich glaube, SpongeBob ist hier nicht. Da siehst du irgendwo ein Boot? Nee, ne? Ich sehe auch Patrick irgendwie nicht. Nee, Moment, wir schauen Patrick. Mal ganz kurz. Hier ist nichts. Also hier ist kein Boot am Fahren. Komisch. Ne? Ist Mrs. Puff da? Wir schauen mal drin nach, okay? Mhm, gerne doch. Ich warte, wo bist du? Beim Holz, hier. Genau, dann lass uns mal reingehen und... Mrs. Puff? Nee, hier ist niemand. Und was sind das denn für Schilder? Wisst ihr, was lustiger ist als 24? 25! Ich bin zu Hause, muhahaha. Was? Das heißt, Patrick ist wohl daheim mit seinem Schweinchen. Er meinte aber zu mir, dass er hier in der Bootsfahrschule ist. Mann. Dieser Spaß-Kobold, ey. Unglaublich. Kannst du mir auch was zum Essen geben? Ich habe ein bisschen Hunger gerade. Klaro. Okay. Müssen nur aufpassen, weil dieses Muhaha, das ist eigentlich gar nicht gewöhnlich für Patrick. Ich wollte gerade sagen, das ist ein bisschen... Er wirkt ein bisschen aggressiv geladen. So wie du. Du hast mich auch gerade geschlagen. Ich sehe da hinten schon seinen Stein. Ja, da klar. Aua! Was soll denn das? Hehe. Okay. Ich bin der Erste bei Patrick Stern. Nein. Aber wir schauen mal nach. Ich bin gespannt. Der Dios war nicht zu Hause, SpongeBob war auch nicht zu Hause und wir schauen einfach mal nach. Bei Patrick, der meint ja, der Nachricht zufolge ist er daheim. Ja, ja, aber er hat uns auch schon das erste Mal veräppelt. So, schauen wir mal. Was steht denn hier? Hier steht 120. Okay, gehen wir mal rein und... Patrick, hallo. Oh, warte, hier ist ein weiteres Schild. Was steht denn da? Ich weiß es nicht. Aha, schon mal ganz kurz. Also, fandet ihr lustig? Es wird noch lustiger. Was meint der damit? Wow! Oh mein Gott. Ich geh. Ich geh auch. Ah, nee, wir können nicht gehen. Nee. Jemand muss sich doch hier drum kümmern. Und das müssen wohl wir sein. Ach, heilige Makrele, ich wollte doch heute nur meine Ruhe haben, weißt du? Och, ja, Mann. Ich wollte eigentlich einen schönen Tag heute erleben, aber... Ja, ich glaube, der schöne Tag, der hat sich jetzt gerade beendet. Mann. Egal, ich zieh mal schnell mein... Ausgeschönt. Ja, ich zieh mal hier meine Diamantrüstung an. Und ich meine, sicher ist ja sicher. Und ich sehe gerade, wir haben sogar eine Minigun. Alter, heilige Makrele, warte mal, das habe ich ja noch nie getestet. Jetzt kommt's. Minigun. Alter, heilige Makrele! Oh mein Gott. Was denn Jens los? Geht ja richtig ab. Das geht ja richtig zur Sache. Zeig mal. Mach mal. Nicht auf mich. Ich kann irgendwie nicht schießen, bei mir geht's nicht mit der Minigun. Du musst aufladen den gedrückt halten, rechts. Hab ich. Warte, geht das hier? Oh mein Gott. Was machst du denn da? Okay, das gebe. Okay. Hast du auch Munition? Ja, ja. Okay, ich versuch auch mal ganz kurz. Wow, okay. Heilige Makrele! Ah, doch, wow, willst du mich hier tanzen lassen oder was? Nee. Okay. Ah, wir haben aber keine Granaten leider. Naja, ich meine, man kann ja nicht alles haben, aber ich denke mal, das sollte auf jeden Fall ausreichen, ne? Ja, so. Aber was passiert denn jetzt eigentlich? Was sollen wir denn damit anfangen? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass wir Obsidian haben. Sogar Bedrock, stimmt. Bedrock war das. Und Bedrock ist unzerstörbar, wie wir ja eigentlich alle wissen. Eigentlich schon, ne?
Deshalb schätze ich mal, wir müssen irgendwas aufbauen. So eine Bunkerbase, könnte das vielleicht sein? Ja, Bedrock hat man nur, wenn man irgendwas komplett schützen möchte. Ja, eigentlich schon, ne? Dann wird's wohl das sein. Ja, es wird, glaube ich, an der Zeit, dass wir mal so eine kleine Bunkerbase hier bauen. Und da kommt es echt nicht drauf an, ob das die schön ist, da heißt Safety First. Nee, auf jeden Fall. Da ist die Sicherheit auf jeden Fall an der ersten Stelle. Und ich muss auch sagen, ich hatte noch nie so eine Minigun in der Hand, ne? Muss ich ja offen zugeben. Guck mal, hör doch auf damit! Hör auf! Du schickst mich! Nicht, dass du Thaddeus noch Angst machst. Thaddeus hat Gene. Besonders, wenn du die Minigun in die Hand nimmst, merkst du, wie langsam du wirst? Ja, jetzt stimmt, jetzt wo du sagst. Guck mal, wenn man rennt, ja, ist man... kann gar nicht mehr richtig laufen. Es ist einfach verdammt schwierig. Okay, aber das ist auch eine heftige Waffe, dieses RPG-7 da. Die RPG, die ist auf jeden Fall nicht mehr normal. Oh Gott. Lass uns, ey, hör auf damit, hilf lieber mit. Mhm. So, dann machen wir hier noch so ein kleines Dach, aber... pass auf, ne? Nicht, dass wir uns zubauen, sonst kommen wir nicht raus. Das ist Bedrock, das kann man nicht mehr entfernen. Stimmt, da war ja was. Das kann man nicht mehr entfernen. Aber immerhin, was ganz gut ist, wir können auch nicht so einfach zerstört werden. Ja. Das ist eine Treppe. Na gut, genau. Dann hier nochmal zack, 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 ne? Dass wir es nicht irgendwie jetzt hier noch einbauen, haben wir eine Treppe hier safe, sicherheitshalber. Ja. So, hier, zack, zack. Okay. Das reicht auch schon. Dann mache ich hier nochmal so... so ein Schutzwall oben. Ja. Genau. So. Ich denke, das sieht ganz gut aus, oder? Kann man das so lassen? Ja, sieht echt ganz cool hier aus. Ja. So, hier. So. Noch hin. Aber so. So am besten, ne? Ja, genau. Das sieht doch, denke ich, ganz gut aus. Und jetzt schauen wir mal ganz kurz nach. Von außen kann man das auch so lassen. Sieht auf jeden Fall sehr sicher aus, würde ich mal behaupten. Vielleicht so eine ganz kleine Treppe hier noch an der Seite. Und dann sollte das eigentlich an sich passen. So, zack, zack. Genau, jetzt guck mal, jetzt hat man hier an der Seite auch noch eine Möglichkeit hochzukommen. Das finde ich auch nochmal ganz schön. So, dann hier auch nochmal, zack. Ja, perfekt. Das sieht echt cool hier aus. Ja, finde ich auch. Okay, perfekt. Dann kann man hier auch problemlos hochkommen und hier an der Seite kann man auch hochkommen. Gut, das Einzige, was jetzt fehlen würde, ist noch der Boden, aber eigentlich... oh, nee, hier ist auch noch was. Das sehe ich gerade jetzt erst. Okay. Hier müssen wir es auch nochmal zumachen, aber jetzt sollte es eigentlich passen. Ja, denkst du vielleicht, wir sollten noch den Boden irgendwie... boah, was ist denn das gerade? Hörst du das? Diese Stampfer. Ja, ich höre es gerade, aber... heilige Makrele! Wir sind umzingelt! Wow. Von Patrick! Patrick! Oh mein Gott! Wir wollen echt nichts Böses! Moment! Doch, wollen wir! Nein! Pass auf! Oh. Warte! Vielleicht wieder gar nichts! Aua! Ah! Bist du des Wahnsinns! Du hast mich getroffen! Patrick kommt! Guck mal, er kommt! Oh Gott! Was machst du? Ja, es ist nicht... boah! Oh mein Gott, das ist gescheppert. Das ist richtig gescheppert. Oh nein, er guckt noch rüber. Was mach ich jetzt nochmal? Boom! Oh mein Gott. Okay. Von wo kommen die auf einmal alle? Die waren doch gerade noch gar nicht da. Ich glaube, ich gehe mal in den Nahkampf weiter hier. Das meinte wahrscheinlich Patrick von wegen... es wird noch schlimmer oder besser, ne? Yeah. Boom! Okay, oh mein Gott, warte. Ja, renn. Okay. Oh nein, ich habe keine RPG-Munition mehr. Ich gehe auch mal in den Nahkampf. Ich gehe in die Offensive. Ja, so. Du gehst in die Offensive. Ja, in die Offensive rein. Jetzt. So, komm. Nimm das. Okay, er fliegt weg. Aber es sind so viele Patricks. Ja. Okay, ich gehe mal ein bisschen näher. Ja, näher. Näher. Patrick! Oh nein, ich merke. Oh Gott. Jawohl. Okay. Halt sie fern von uns. So, ich hole mal ganz kurz die Minigun heraus. Okay, ich würde sagen, lass uns schnell SpongeBob Bescheid geben. Ich möchte nicht, dass SpongeBob was passiert. Oh nein, die sind schon da. Nicht, dass die da schon eingebrochen sind. Oh nein, warte. Nichts machen. Noch haben sie uns nicht gesehen, aber doch, sie sind eingebrochen. Siehst du das? Ja, das heißt, alles oder nichts. Gib Karacho. Oh mein Gott. Okay, Vollgas. Aua, du hast mich getroffen.
Oh, geht es ab. Okay, okay, okay. Aua! Oh, tut mir leid. Und da ist noch einer. Okay. Die sind tot. Hey, ich will hier gar nicht mehr sein. Lass uns schnell flüchten. Ich meine, hier ist eh keiner mehr. Wahrscheinlich wussten sie schon davon, dass Patrick mutiert. Und oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Mein Herz pocht richtig. Hör auf damit. Leute, wir werden jetzt flüchten. Mal schauen, ob wir es überleben werden oder nicht. Wir werden uns auf jeden Fall melden. Wenn ihr den zweiten Part sehen wollt, dann sagt auf jeden Fall Bescheid. Und ansonsten, Leute, like nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen. Seid vorsichtig und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.